Seit heute sind wir wieder im Lockdown, teilweise zumindest. Die Infektionszahlen steigen weltweit und an den Börsen geht's abwärts. Passiert jetzt das, vor dem viele schon lange warnen, dass diese schwere Krise am Ende eben doch an den Börsen unweigerlich zum Absturz führt, oder ist das Ganze eher harmlos? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Letzte Woche mehr Neuinfektionen weltweit als jemals zuvor. Teil-Lockdowns nicht nur bei uns, sondern in vielen Ländern. Das heißt nichts Gutes. Das hat auch die Börsen erwischt. Viele befürchten jetzt, dass wir nochmal so einen Einbruch sogar erleben könnten an den Börsen wie im Februar und März oder vielleicht sogar ja noch schlimmer. Davor haben viele Leute ja auch gewarnt. Sie haben davor seit Monaten gewarnt, dass diese Rallye, die wir gehabt haben im Sommer, mitten in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Rallye eigentlich völlig unsinnig ist und dass diese Verwerfungen, die wir eben haben und die systemischen Krisen, die sich da möglicherweise aufbauen, dass die eben sträflich unterschätzt werden. Holt uns das jetzt ein, heißt die Devise jetzt wieder Aktien verkaufen, Toilettenpapier kaufen, also Aktien short, Toilettenpapier long, oder wie geht's jetzt weiter? Wie es die letzten Monate gelaufen ist, wissen Sie ja, wir haben eine gewaltige Krise gehabt und wir haben an den Börsen eine gewaltige Rallye gehabt. Das hat zwei Gründe. Erstens, man hat gesagt, das ist alles ganz furchtbar, aber es geht auch wieder vorbei und es trifft ja auch nicht alle. Es klingt zynisch, ist aber irgendwo schon folgerichtig. Die Lockdowns treffen viele sehr, sehr hart, das weiß man natürlich, aber sie treffen viele auch nur wenig oder gar nicht sogar. Und was natürlich noch wichtiger ist, es gibt riesige Hilfsprogramme in vielen Staaten und es gibt eine Notenbankenpolitik in vielen Staaten wieder, die so aggressiv ist wie nie zuvor. Und das war natürlich der zweite und der entscheidende Grund für diese Rallye. Die Story ist eben wieder mal die: Zinsen sind auf absehbare Zeit komplett unattraktiv in vielen Ländern und darum müssen wir Aktien kaufen, auf Teufel komm raus. Ist alles bekannt und wir könnten eigentlich mit dem im Hinterkopf auch sagen, wenn noch nicht mal die Coronavirenkrise die jahrelange Rallye abgewürgt hat, was soll sie dann überhaupt abwürgen? Und sie geht also weiter, sie ist intakt, wir können beruhigt nach Hause gehen. Aber jetzt sind die Märkte ja plötzlich doch beunruhigt, trotz Notenbanken, trotz Stimuli. Es gibt also offenbar doch Dinge, die sie trotz allem unter Druck bringen können. In Europa ganz klar, da sind es momentan eben die Neuinfektionen und die entsprechenden wirtschaftlichen Folgen auch, weil man jetzt eben merkt, das wirft uns jetzt alles doch zurück und der Ausgang von dem Ganzen ist ja auch ungewiss. In USA sind die Neuinfektionen auch höher, nur hat man da den Eindruck, an der Börse interessiert es schon lang keinen Menschen mehr. Es kommen aber auch in USA eben noch ein paar Sachen dazu jetzt. Nämlich das große Hilfsprogramm, das ist schon lang ausgelaufen und es gibt kein neues mehr momentan, weil man sich im Kongress nämlich auf keins einigen kann. Und außerdem ist ja noch die Wahl, die ist morgen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Joe Biden gewinnt, was viele Anleger ja nicht mögen, wegen seiner Steuererhöhungen und so weiter, die er geplant hat. Von den ganzen Unwägbarkeiten jetzt im Zusammenhang mit der Wahl da mal abgesehen. Also was ist, wenn eine der beiden Parteien die Wahl anfechtet und wenn sich dann das alles ewig hinzieht und so weiter? Auch nicht schön. Joe Biden ist sowieso ein Thema für sich und wie schon angekündigt, wir haben letzte Woche ja einen Zukunftsmärkte-Report gemacht und verschickt, wo es im Detail darum geht, für welche Aktien ist es gut, wenn Joe Biden gewinnt und für welche ist es schlecht. Und auch, wie ist es mit den anderen Ländern? Für welche wäre das gut und für welche Länder wäre das eher schlecht? Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis und Sie können diesen Joe Biden-Report jetzt im Archiv sofort sich runterladen und lesen. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Machen Sie das, morgen ist die Wahl, es ist noch nicht zu spät.
Und weil die Zeiten ja extrem hart sind, gibt es diesmal noch extra was dazu, nämlich unter allen, die sich diese Woche eintragen für unseren Zukunftsmärkte-Report, da verlosen wir eine Packung 1A Toilettenpapier Ultra Soft, dreilagig, ein Top-Produkt, von dem wir heute nicht wissen, ob es das morgen so noch geben wird. Sie werden es uns noch danken. Und der Anmeldelink für die Reports ist hier unter dem Beitrag auch nochmal. Toilettenpapier ist ein gutes Stichwort. Es wird wieder knapp und die Leute hamstern auch wieder. Warum tun sie das? Ich glaube nicht, dass jetzt alle denken, wir sind in der Krise und die Versorgung bricht jetzt komplett zusammen. Jeder weiß, es ist für alle eigentlich genug da. Die Fundamentaldaten von Toilettenpapier sind okay. Es geht aber nicht um die Fundamentaldaten hier, sondern es geht um das Verhalten der anderen Marktteilnehmer, das man ja immer vorwegnehmen muss. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass alle anderen sich jetzt voll mit Toilettenpapier eindecken, dann muss ich das auch tun und zwar möglichst schnell. Und am Aktienmarkt ist es ja auch nicht unbedingt anders. Ich kann persönlich zum Beispiel der Meinung sein, die Realität, die realwirtschaftliche Lage, die ist so, dass ich jetzt auf gar keinen Fall Aktien haben möchte oder neu kaufen möchte zumindest. Aber wenn ich natürlich merke, der Markt sieht das komplett anders, dann muss ich eben eventuell entgegen meiner eigenen Überzeugung doch kaufen. Vor allem, wenn ich ein institutioneller Anleger bin. Denn wenn ich nicht kaufe, dann läuft mir der Markt ja davon. Und so war es auch am Anfang von dieser Rallye jetzt im Frühjahr. Ich habe im Mai ein Video dazu gemacht, wo es genau darum ging. Die großen Fondsmanager damals, die waren extrem skeptisch zu dem Zeitpunkt. Die wollten eigentlich nicht kaufen. Die Cashquote war höher als im Frühjahr 2000, also in der Finanzkrise 2008. Aber sie haben dann eben gemerkt, dass der Markt wieder steigt, weil sich ein anderes Denkmuster gerade durchsetzt. Nämlich wieder dieses Denkmuster, dass wegen der Nullzinsen jeder Aktien kaufen muss. Auch das ist nur ein Denkmuster, dürfen wir nicht vergessen. Aber weil dann eben der Markt gedreht hat, haben alle kaufen müssen und damit haben sie die Rallye natürlich auch noch immer weiter angeschoben. Und ich glaube heute noch, dass viele Anleger gekauft haben und immer noch kaufen entgegen ihrer eigenen Überzeugung. Und das erklärt vielleicht auch das eine oder andere. Was haben wir für einen Markt gerade? Hier der Nasdaq Composite Index, wo alles besonders drastisch sich entwickelt hat auf Sicht von einem Jahr. Korrektur im Frühjahr, starke Korrektur und anschließend die noch stärkere Erholungsrallye. Wissen wir alles, neue Rekordstände haben wir erreicht. Interessant ist, der Höchststand, der ist jetzt schon über 2 Monate her und wir haben jetzt hier schon die zweite scharfe Korrektur. Wenn man die beiden Korrekturen jetzt vergleicht mit dem Anstieg vorher, kann man natürlich immer noch sagen, diese Korrekturbewegungen sind bis jetzt noch nicht der Rede wert. Aber schon die Korrektur vom September, da erinnern Sie sich wahrscheinlich auch, auch die war schon relativ schnell und relativ hart und diesmal ist es eben wieder so. Wir haben also am Markt schon noch die Überzeugung, dass die Notenbanken die Märkte schon stützen werden. Wir haben aber trotzdem auch wachsendes Unbehagen und wir haben meiner Meinung nach eine Situation auch, in der viele Anleger schon stark investiert sind und gleichzeitig aber skeptisch sind. Und teilweise sitzen die wahrscheinlich schon da mit dem Finger am Abzug. Und was man ja auch nicht vergessen darf, jeder, der die Rallye mitgemacht hat, der dabei war die letzten Monate, dem fällt es natürlich auch relativ leicht, jetzt zu verkaufen, wenn es mal wackelig wird. Und das hier ist der Standard & Poor's 500 Index, im Grunde das gleiche Bild, also es sind breite Standardwerte in den USA jetzt. Auch hier haben wir dann die Rallye gehabt ab Frühjahr, auch hier neue Höchststände. Auch hier sind diese Höchststände jetzt aber schon ein paar Monate her und wir gehen jetzt allenfalls seitwärts nur noch. Und was auch ganz interessant ist, die beiden letzten Korrekturen jeweils, die hatten unterschiedliche Gründe.
Also zurzeit fallen die Aktien ja in den USA, wie gesagt, wegen der Wahl, dann weil es das Hilfsprogramm nicht gibt, vielleicht auch wegen neuer Infektionen, weiß ich nicht. Aber das war ja im Sommer nicht das Problem, sondern da hat man sich eher die Frage gestellt, wie ist das denn jetzt überhaupt mit dem momentanen Szenario, dass die Märkte steigen eben nicht trotz der Krise, sondern wegen der Krise. Wie lange hält das noch? Schauen Sie sich Gold an. Hier Gold, 6-Monats-Chart in Dollar. Gold ist die Jahre vorher, wissen Sie wahrscheinlich, stark gestiegen. Aber jetzt kurzfristig, auch hier war das Hoch schon im Sommer und es geht jetzt wieder abwärts. Obwohl gerade im Sommer ja jeder gesagt hat, dieses ganze Notenbankengeld, das lässt Gold jetzt richtig nochmal durch die Decke gehen. Und gerade jetzt auch, die letzten Tage, wo am Aktienmarkt ja die Unsicherheit stark gestiegen ist, auch da hätte Gold ja nochmal hochgehen müssen, so richtig. Hat es aber nicht. Und wenn Sie sich fragen, warum nicht, ich habe kurz vor dem Hoch Ende Juni zu Gold ein Video gemacht und ich habe auch genau davor gewarnt, dass es eben nicht Gott gegeben ist, dass Gold jetzt immer, immer weiter steigen muss. Ich bin absolut der Meinung, dass man Gold haben sollte, wegen der Staatsfinanzen, wegen der Notenbanken hierzulande. Also ganz klassische Argumente eigentlich, die ich auch vertrete. Aber ganz so einfach, wie das immer behauptet wird mit Gold und den Notenbanken, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und dazu jetzt absolut passend mal hier die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen in den USA. Auch die letzten 6 Monate. Man muss bedenken, die US-Notenbank buttert rein wie blöd in diesen Markt, versucht die Zinsen ja zu drücken. Und auch die Unsicherheit wächst ja jetzt wieder, zumindest die letzten Tage. Aber trotzdem, die US-Zinsen steigen. Sie steigen von einem Niveau, das immer noch niedrig ist, aber sie steigen und das deutlich und auch schon seit Monaten. Das korreliert negativ mit Aktien, mit Edelmetallen. Es ist potenziell eine Belastung, weil und in dem Maße, in dem die Zinsen eben steigen, auch wenn das langsam verläuft jetzt erstmal, da werden die, die Gold haben und die, die Aktien haben, jetzt doch ein bisschen unruhig. Wie geht's weiter? Oder wie könnte es weitergehen? Wir haben das Störfeuer von den Zinsen. Wie gesagt, ich glaube jetzt aber nicht, dass erstmal zumindest, dass die Zinsen wirklich durch die Decke schießen werden, weil das gibt die Geldpolitik nicht her, das gibt wahrscheinlich auch die Realwirtschaft noch nicht her. Von daher, diese Überzeugung, die uns trägt gerade, dass Aktien alternativlos sind, die ist schon sehr stark, die kann auch noch eine Weile halten. Und darum, auch wenn sich die Krise jetzt vielleicht in den nächsten Wochen nochmal verschärfen sollte, da bleibt sie wahrscheinlich doch begrenzt, diese Korrektur, weil irgendwann setzen die alten Mechanismen und die alten Denkmuster eben wieder ein und stützen den Markt wieder, zumindest in den USA. Die größere Gefahr, habe ich auch schon mal gesagt hier, die sehe ich eigentlich dann, wenn sich die Lage wieder normalisiert, was wir ja eigentlich alle hoffen, paradoxerweise, dass eben das Virus zurückgedrängt wird irgendwann mal, dass wir eben Impfstoffe haben werden und dass das Wirtschaftsleben und das sonstige Leben wieder normal läuft. Aber die Börsen sind eben jetzt schon hoch bewertet. Und wenn man dann merkt, vielleicht, dass die Erholung gar nicht so toll ist, die dann kommt. Wenn man die Unternehmen aber trotzdem vermehrt wieder an Kennzahlen messen muss, dann kann das schon einen gewissen Katzenjammer geben, in Kombination damit, dass irgendwann ja auch mal wieder eine Normalisierung der Geldpolitik stattfinden muss oder müsste, zumindest auch wenn das vielleicht ein paar Jahre dauert. Und die Technologieunternehmen und die Wachstumsunternehmen, für die ist das doppelt schlecht. Weil der Vorteil von diesen Unternehmen war ja bis jetzt, man sieht sie als Gewinner in der Krise. Das fällt dann aber teilweise weg, zumindest bei einigen dieser Unternehmen. Und auch die Cashflows, die man sich bei denen für die Zukunft erwartet, und das ist ja bei vielen Technologieunternehmen so, dass man mit den künftigen Cashflows rechnet, die sind bei steigenden Zinsen natürlich nicht mehr im Ansatz so interessant wie bei extrem niedrigen Zinsen. Und drittens, wenn eine wirtschaftliche Erholung wirklich kommt und wenn eine Normalisierung wirklich kommt, dann steigen natürlich als erstes die Gewinne der zyklischen Unternehmen. Und die werden dann relativ zum Technologiesektor interessanter und sind aber auch noch billig.
Hier nochmal der Neste Composite, diesmal aber nicht auf ein Jahr, sondern auf 10 Jahre. Unser Problem ist ja eigentlich nicht, dass wir dieses Jahr so eine Rallye gehabt haben, sondern dass wir schon ewig eine starke Rallye haben seit der Finanzkrise. Es gibt hervorragende Technologieunternehmen, gar keine Frage, die verdienen ihre Bewertung wahrscheinlich auch. Wir haben aber in diesem Sektor grundsätzlich hohe Bewertungen. Wir haben die auch bei vielen, vielen Unternehmen, wo absolut fraglich ist, ob die überhaupt jemals Geld verdienen werden. Wir haben ganze Branchen auch in dem Sektor, die über alle Maßen gehypt werden momentan. Und wir haben IPOs von irgendwelchen nichtssagenden Firmen, die von Anfang an bewertet werden wie irgendwelche mittleren Autokonzerne. Das erinnert doch etwas an 1999 und wir wissen auch alle, was danach passiert ist. Das Gute an der Krise momentan, wenn man jetzt Anleger ist, das ist ja eigentlich nur das, man kann die Realität endlich mal wieder wunderbar vergessen und ausblenden, weil alles wieder zugebuttert wird mit Staatsgeld und Notenbankengeld. Aber irgendwann kommt die Realität eben doch wieder zurück und das kann eben früher passieren, als uns vielleicht lieb ist. Und ich habe darum das Gefühl, wir werden hier auf dem Kanal uns mehr denn je beschäftigen müssen in Zukunft wieder mit Value, mit Substanz, mit der Bedeutung von Substanz auch. Substanz eben als Gegenentwurf zur reinen Fantasie, das was jetzt dominiert eben. Und wir werden uns auch noch vermehrt beschäftigen müssen mit meinem eigentlichen Leib- und Magenthema, nämlich mit den Emerging Markets. Zurzeit ist es ja so, die Anleger lieben die Länder mehr, die riesige Hilfsprogramme haben und die Nullzinsen haben, eben die westlichen Industrienationen. Und die mögen sie mehr als andere Länder, die das Virus aber tatsächlich schon eingedämmt haben. Das ist in gewisser Weise unsinnig und das wird gerade jetzt, sehen wir ja auch wieder, dass so eine Sichtweise eben auch riskant sein kann und zum Problem werden kann. Ich hoffe, auch bei diesen Themen dann in Zukunft sind Sie wieder dabei und ich würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dabei dann auch die Glocke drücken, da sehen Sie dann nämlich, wenn neue Videos da sind, immer und müssen sich die nicht erst zusammensuchen. Vielen Dank dafür und damit sind Sie für heute mal entlassen. Sie können jetzt losfahren und sich endlich Toilettenpapier besorgen. Ich weiß gar nicht, wie Sie das jetzt so lange ausgehalten haben, aber Respekt dafür und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald.